An der Wand hängt überlebensgroß aus Lego der Mueller-Report über den russischen Einfluss auf die US-Wahlen und der Volksrepublik China spricht der Künstler und Aktivist zum 70. Jahrestag Humanität und Menschenrechte ab. Ai Weiwei, chronischer Migrant mit chinesischen Wurzeln, setzt sich in die Nesseln, wo er sie nur findet, diesmal in London, Schauplatz seiner Ausstellung Roots, Wurzeln. Dieser Jahrestag in China macht mich traurig. Sie sehen einen Staat, bereits vor 70 Jahren entstanden, aber diese Nation wird ihrem Volk niemals vertrauen. Ihre Leute werden niemals einen Wahlschein zu Gesicht kriegen, nie ein unabhängiges Justizsystem, keine Redefreiheit. Und wo man hinschaut, Verstöße gegen Menschlichkeit und Menschenrechte. Und selbst die dänische Plastiksteinchenfirma bekam ihr Fett weg. Lego habe eine Sammelbestellung für ein Kunstwerk zur Meinungsfreiheit abgelehnt, so Ai Weiwei. Eine Installation aus dem Jahr 2015 heißt Broken Wings in Dreams of Flying. Damals zog Ai Weiwei nach Berlin. 4 Jahre hatte er auf seine Ausreise gewartet, 81 Tage in China inhaftiert. Es folgten Hausarrest und Reiseverbot. Deutschland fand er jetzt nach 4 Jahren nicht mehr offen. Der lange Arm der Pekinger Kulturzensur setzte sich mit wirtschaftlichem Druck durch, Beispiel Berlinale. Also weiter nach Cambridge, Großbritannien, auch wegen der Ausbildung seines 10-jährigen Sohnes. Der Kurator. Er beschäftigt sich sehr gerne mit den Formen der Natur, mit der Mythologie, mit Menschen, aber alles hat eine politische Dimension. Keiner kann die Welt heute betrachten, ohne zu sehen, wie sie von den Kräften der Wirtschaft geformt wird, die von Politikern, internationalen Spannungen und Trends angetrieben werden. In gewisser Weise möchte er ein kreativer, einfallsreicher Weltbürger sein und kriegt es immer wieder mit Politik zu tun. Die Ai Weiwei-Ausstellung Roots bis zum 2. November in der Listen Gallery in London.